der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler mit dem Titel Maritime Souveränität in der Zeitenwende sowie die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Zukunft der maritimen Wirtschaft sichern. Es ist verabredet, 68 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache und das Wort geht an den Kollegen Felix Banatschak für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer nach Wismar fährt, kann dort derzeit nicht nur eine wunderschöne Altstadt besichtigen, sondern eine gewisse Skurrilität. Dort liegt nämlich in einer großen Halle der MV-Werften ein nicht fertig gebautes Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, bei dem man in den Grundzügen erkennen kann, wohin es mal gehen sollte. Und wenn man dann dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Beschäftigten spricht, dann erfährt man, was da für kluge Gedanken hinterstanden, wie sehr sich eben die Beschäftigten dort einstellen, auf asiatische, auf amerikanische Märkte, in der Frage, wie groß die Kabinen sind und vieles mehr. Das, was dort steht, das Gerüst der Global One vom Konzern Genting, Hongkong, mal geplant, ist Ausdruck zum einen großer Ingenieurs- und Fertigungskunst dort in Wismar. Es ist aber auch Zeugnis des Strukturwandels in der maritimen Branche. Denn dort in Wismar, genau wie in Stralsund, in Rostock, gibt es die MV-Werften nicht mehr. Und die Insolvenz der MV-Werften hat die komplette Region damals in große Sorgen und Schwierigkeiten gebracht. Aber was ist passiert in der Zwischenzeit? In Wismar wird sich bald mit ThyssenKrupp Marine Systems ein Marinebauer ansiedeln. Und in Rostock haben wir mit dem Marinearsenal staatlicherseits etwas geschaffen, was für die Region, aber eben auch für unsere nationale und europäische Souveränität und Resilienz von großer Bedeutung ist. Und wir haben, meine Damen und Herren, auch eine große weitere Chance, dass sich dort in Rostock-Warnemünde auch ein großer Hersteller von Offshore-Converter-Plattformen ansiedeln wird. Und ich gehe davon aus, dass sich die gesamte Bundesregierung mit all ihrer Kraft dafür einsetzen wird, dass wir auch in dieser Zukunftsbranche dort in Rostock eine große Ansiedlung schaffen werden. Wenn man sich anschaut, vor welchen Herausforderungen wir als Volkswirtschaft stehen, dann ist die maritime Wirtschaft, der maritime Bereich zum einen Teil dieser Herausforderung, als vor allem Teil der Lösung. Wir werden weder unsere Energiewendeziele erreichen oder unsere Klimaziele, wenn nicht die Häfen sich zu den Hubs einer Energiewende, einer Energieinfrastruktur der Zukunft weiterentwickeln. Sie haben die Chance. Wir werden Sie als Bundesregierung nach Kräften dabei unterstützen. Die maritime Branche kann auch einen großen Anteil dazu leisten, dass wir unsere Klimaziele im Verkehrssektor erreichen, indem wir jetzt mit aller Kraft in die Transformation der Antriebe, der Antriebssysteme investieren und darauf hinarbeiten, dass wir auch eine klimaneutrale Bundesflotte haben, damit wir unseren Klimazielen gerecht werden und eben auch die maritime Branche dabei unterstützen, sich auf diesen Weg zu begeben. Und meine Damen und Herren, wenn wir über Souveränität und Resilienz sprechen, und das ist der Fokus dieses gemeinsamen Antrags, da muss es eben auch darum gehen, dass wir unsere Wirtschaft, aber eben auch unsere kritische Infrastruktur noch besser schützen. Dass wir sie noch besser schützen davor, dass sie Anschlagsziel von anderen werden könnte. Dass sie aber auch das Ziel von Investitionen werden könnte, die am Ende unsere Souveränität infrage stellen. Und deswegen freue ich mich, dass es uns gelungen ist, mit 66 Punkten auszubuchstabieren, was maritime Souveränität in der Zeitenwende, was maritime Souveränität in den Herausforderungen unserer Zeit bedeutet. Ich möchte an dieser Stelle Johannes Ahlt, der heute leider erkrankt ist, und Hagen Reinhold danken für die gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich sehr, dass Stefan Seidler als fraktionsloser Abgeordneter des Südschleswigschen Weserbunds Teil dieser Initiative ist. Ich möchte, weil Otto Fricke häufig mit Shakespeare endet, gerne Rio Reiser zitieren. Die Zeit ist auf unserer Seite, volle Kraft voraus. Vielen Dank. Also
Also Rio Reiser schlägt Goethe. Das ist sehr spannend und ich hoffe sehr auf weitere angemessene Zitate in dieser Debatte und frage mich, ob Michael Grosse-Brümmer was dazu schon beiträgt für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich freue mich als Erstes, dass meine Rede mit so viel Erwartungen bei Ihnen dann auch verbunden ist. Ich hoffe, ich kann Ihnen gerecht werden. Eins ist natürlich klar, diese maritime Wirtschaft hat einen sehr großen Stellenwert. 90% des internationalen Warenhandels, 2/3 des deutschen Außenhandels werden über Seehäfen abgewickelt. Jährliches Umsatzvolumen 50 Milliarden Euro, 400.000 Arbeitsplätze, sagt man. Und insofern, glaube ich, brauchen wir nicht darüber streiten, dass das ein ganz wichtiger Teil unseres Wohlstandes, unserer Wirtschaftsstruktur ist, die wir erhalten müssen. Deswegen, glaube ich, schreibt die Ampel ja auch, es sei elementar, dem maritimen Sektor in all seinen Facetten ressortübergreifend die lange überfällige Aufmerksamkeit zu widmen. Wohlan. Ich stelle mir nur die Frage, warum beschreiben Sie das nur und tun es nicht? Denn ich habe in den letzten 2 Jahren von Ihnen jetzt hier keine großen Gesetzesinitiativen erleben dürfen, die dieser Bedeutung der maritimen Wirtschaft nun auch entsprochen hätte. Das beginnt mit dem Koordinator. Ich glaube, der Kollege Janicek ist ja auch da. Ich habe mich am Anfang gewundert, dass jemand aus München ohne direkten Zugang zum Meer dann Koordinator wird. Aber ich habe mir sagen lassen, da gibt es eine große Zulieferindustrie. Das ist natürlich auch von entsprechender Bedeutung. Was ich schade finde, dass der Kollege nicht nur für maritime Wirtschaft angesichts der von allen beschriebenen und wahrscheinlich gleich auch noch weiter beschriebenen Bedeutung nur für maritime Wirtschaft ist, sondern auch noch für Tourismus. Das ist ja noch mal so ein breites Feld. Nicht, dass ich Ihnen das nicht zutraue, aber ich würde mir wünschen, Sie wären häufiger an der See und seltener in den Bergen. Nicht Sie persönlich. Ich würde mir einfach wünschen, dass man das von Ihnen gar nicht verlangt. Die maritime Wirtschaft ist so wichtig, dass man sich intensiv darum kümmert. Und vielleicht kann man das, wenn man da sowieso 43 Beauftragte hat, glaube ich, die Ampel mittlerweile, also bei Personalvergaben sind Sie durchaus Profi. Da kommt es jetzt auf einen Beauftragten mehr oder weniger auch nicht an. Also die maritime Wirtschaft ist ja nicht nur von hoher Bedeutung, sondern wir sind in Deutschland auch noch mitunter jedenfalls Technologie- und Weltmarktführer. Und natürlich steht sie auch so unter Druck wie die Wirtschaft insgesamt in Deutschland. Ich will das hier nicht alles wiederholen. Spitzenlast bei Steuern, Abgaben, hohe Energiekosten. Investoren flüchten im Rekordtempo. So lesen wir in Deutschland, der Wirtschaftsstandort fällt zurück. Und deswegen haben wir als CDU-CSU auch einen entsprechenden Antrag gemacht. Wir haben sogar ein paar Punkte mehr. Vielleicht ist das bei der Opposition jetzt auch nicht so verwunderlich, aber ich glaube schon, es ist sinnvoll, dass wir nicht weiter Marktanteile verlieren bei den deutschen Häfen. Ich glaube, wir brauchen wirklich Änderungen dahingehend, dass 92% aller Bestellungen bei den zivilen Seeschiffen dann an China und Korea gehen. Und deswegen haben wir ganz konkrete Vorschläge auch gemacht. Wir brauchen Wertschöpfung in Deutschland und wir schlagen vor, entsprechende Wertschöpfungsklauseln dann auch zu haben, verbindliche Wertschöpfungsklauseln bei Neubau, Förderprogrammen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir versuchen, ein Level Playing Field zu machen und zu schaffen, damit auch deutsche Unternehmen wieder eine Chance haben, die ihnen angesichts ihrer Fähigkeiten auch zukommt. Und dabei geht es im Übrigen nicht um Protektionismus, wie man manchmal lesen konnte, sondern es geht einfach nur um Chancengleichheit. Und da können Bundesbürgschaften, finden wir, schlagen wir vor, Exportkreditgarantien auch helfen, weil wir endlich eine aktive Standortpolitik mit europäisch abgestimmten Maßnahmen brauchen. Das ist alles Inhalt unseres Antrages. Und deswegen, liebe Ampel, Sie schreiben in Ihrem Antrag, in der maritimen Souveränität liegen Potenziale für deutsche und europäische Wertschöpfung. Und dafür braucht man, das ist ja wohl unstreitig, richtige Rahmenbedingungen. Und wer ist dafür zuständig? Die Bundesregierung. Also 2 Jahre sind schon ohne maßgebliche Veränderungen ins Land gegangen. Fangen Sie an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten, wenn Sie die maritime Souveränität insgesamt stärken wollen. Kurzum, Sie beschreiben in Ihrem Antrag mehr den Wind, setzen aber keine Segel. Deswegen, naja, man könnte jetzt auch noch sagen, wer sich permanent auf der Brücke streitet und in welchen Hafen man segeln soll, der, für den ist der Wind nie richtig. Ja? Also ich hoffe, das reicht mit 2 Zitaten. Das weiß Grosse-Brümmer, zitiert Grosse-Brümmer, aber das ist ein schönes Bild am Ende der Redezeit. Ich bin exakt am Ende meiner Rede mit diesen beiden Zitaten. Ich glaube, unser Antrag hilft der Zukunft der maritimen Wirtschaft. Ahoi. Zu den nächsten Zitate kommen von Johannes Alt für die SPD-Fraktion. Ach, wieso habe ich das jetzt falsch gemacht? Das ist kein Problem.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine... Bei mir steht es falsch. Sorry dafür. Ich habe mich schon gewundert. Alles gut. Alles gut. Schön, dass Sie da sind. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann das auch aufklären. Mein geschätzter Kollege Johannes Ahlt ist leider erkrankt und guckt aber von zu Hause zu. Herzliche Grüße und beste Genesungswünsche, hat mich gebeten, hier zu diesem Thema zu reden. Dass das eine wichtige Branche ist, haben die Vorredner schon gesagt. Nun kann man natürlich bei maritimer Wirtschaft schon daran denken, das ist vielleicht Krabbenbrötchen oder Strandkorb auch, aber es ist schon auch Industrie, industrielle Strukturen, die dort aufgebaut werden. Und wenn man mal die Polemik weglässt von Michael Grosse-Brömer, der vor mir gesprochen hat, sind ja gar nicht so viele Punkte, wo wir irgendwie auseinander sind, sondern ich glaube, wir haben Einigkeit da drin. Und es ist gute Tradition hier in diesem Parlament, dass die Regierungsfraktionen einen Antrag vorlegen. Und der, finde ich, beschreibt sehr gut die Situation dieser Branche, die anlässlich der maritimen Konferenz, die dieses Jahr im September in Bremen stattfindet, noch mal beschreibt. Und vor allen Dingen, wo sind die Herausforderungen und wo ist die klare Strategie dieser Regierung? Und ich freue mich ganz besonders, dass der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesverkehrsminister dieser Debatte auch beiwohnen. Das zeigt auch noch mal die Bedeutung dieser Branche und dieser industriellen Strukturen. Die Entwicklungsperspektiven sind enorm, wenn es nicht nur um 400.000 Beschäftigte geht und um 50 Milliarden Umsatz, sondern was ist in der zukünftigen Entwicklung in dieser maritimen Wirtschaft drin? Das sind für ein Industrieland wichtige Export-Logistik-Strategien und auch Formen, die dort aufgebaut worden sind, die wir aber auch erweitern müssen. Und in dieser Energieerzeugung zum Beispiel spielt diese maritime Infrastruktur eine wichtige Rolle. Wir sind auf dem Weg der Transformation. In vielen Debatten haben wir das hier besprochen. Und das gelingt nur, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energie forcieren. Die zukünftigen Säulen unserer Energieerzeugung werden Photovoltaik und Wind sein. Und hier spielt die maritime Wirtschaft eine besondere Bedeutung, weil gerade Wind offshore ausgebaut wird. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben zurzeit knapp 8 Gigawatt Ausbau der Wind-Offshore-Erzeugung und werden aber in den Ausschreibungen in den nächsten Jahren 8 Gigawatt, nicht wie in den letzten 20 Jahren, sondern pro Jahr dazu bauen. Und das zeigt schon, dass man diese industriellen Strukturen auch mit einer Infrastruktur begleiten muss. Die Küste wird also eine enorme Bedeutung kriegen. Dort sind Kompetenzen gefragt im Aufbau dieser Infrastruktur, in großen Wind-Offshore-Parks, aber auch in Konverterstationen. Und hier sollten wir alles dafür tun, dass wir diese Technologie und diese Kompetenz auch erhalten. Wir können nicht nur Schiffe bauen, sondern wir müssen jetzt auch mit den Konverterplattformen dafür sorgen, dass wir diese Kompetenzen und die Unternehmen dabei unterstützen mit einer Infrastruktur und mit einer Produktionskapazitätaufbau, auch mit Bürgschaften staatlich unterstützen und flankieren, dass dieses Know-how auch hier in Deutschland bleibt. Die bis jetzt vergebenen Konverterstationen sind eben nicht in Deutschland erfolgt und deshalb wollen wir das mit dieser Strategie ändern. Eine wichtige Wertschöpfung der Schlüsselindustrien, und deshalb ist es gut, wenn das im Fokus ist dieser Konferenz. Wir werden leistungsfähige Häfen dafür brauchen, und deshalb ist zum Beispiel auch in meinem Heimatland Cuxhaven dort eine Ansiedlung in Cuxhaven, wo wir mit Siemens Gamesa schon ein Produzent von riesen Wind-Offshore-Anlagen haben. Jetzt auch die Hafeninfrastruktur, die dazu muss. Das sind Investitionen, die auch flankiert werden müssen von staatlicher Seite. Und dann wird das auch prosperierend für so eine Region neben Tourismus ein weiteres Standbein sein. In dem Antrag sind mehrere Zukunftsfelder der maritimen Souveränität beschrieben und aufgeführt worden. Was verstehen wir darunter? Es ist erstens eine Resilienz und Unabhängigkeit. Einige Dinge davon hatte ich beschrieben. Es stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, und wir brauchen dazu Finanzierung und, wie bereits gesagt, auch Bürgschaften, um diese Kapazitäten aufzubauen in der maritimen Infrastruktur. Und viertens auch eine sozial-ökologische Transformation. Uns ist wichtig, der Kollege Banaschak hat darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch Antriebe von Schiffen sich natürlich der Herausforderung der Transformation stellen müssen. Und deshalb finde ich es enorm, wenn wir in diesen Bereichen unser technisches Know-how auch weiterentwickeln
und hier dafür sorgen, dass in der maritimen Souveränität auch hier Zeichen gesetzt werden, eine Strategie aufgezeigt werden für Investitionsentscheidungen in den Unternehmen. Und das zeigt dieser Antrag sehr deutlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was in dem Antrag sehr ausführlich beschrieben ist, ist aus der Feder der drei Koalitionsfraktionen. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir eine große Mehrheit für diesen Antrag bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Westphal. Und Enrico Komning hat jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, meine Damen und Herren Kollegen, liebe Besucher aus meinem Wahlkreis oben auf der Tribüne. Früher hieß es mal, Zukunft ist gut für uns alle, aber damit ist es jetzt wohl zu Ende. Bei Ihrer Scholz'schen Zeitenwende fehlt nämlich ein D. Es muss nämlich heißen Zeitentwende, um nicht zu sagen Endzeitwende. Meine Damen und Herren, der deutsche Schiffbau liegt am Boden. Die Insolvenz der Genting-Werften in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern kostet den Steuerzahler wegen politischer Fehlentscheidungen hunderte Millionen. 50% der gesamten weltweiten Schiffsproduktion finden inzwischen in China statt, 40% in Südkorea. Und wissen Sie, wie hoch der Anteil des deutschen Schiffbaus weltweit liegt? Ich werde es Ihnen sagen, bei gerade einmal 0,3%. Das ist das Ergebnis Ihrer maritimen Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, von der Ampel, aber auch vormals von der Union. Investoren fliehen in Scharen aus Deutschland. Siehe die Kapitalflucht von 125 Milliarden Euro netto im letzten Jahr. Die noch halbwegs funktionierende mittelständische Zulieferindustrie vertreiben Sie mit Ihrem Energiedesaster ins Ausland oder in die Pleite. Und was ist Ihre Idee? Eine klimaneutrale Bundesflotte, ein Umweltzeichen, umweltfreundliches Seeschiffsdesign und die regelmäßige Überprüfung der Schleusen von Bundeswasserstraßen. Na, herzlichen Glückwunsch, Ihr Ampelantrag ist für die maritime Wirtschaft mehr eine Drohung als eine Hilfestellung. Immerhin wollen Sie die Anpassung der Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer an die anderen europäischen Staaten jetzt wenigstens prüfen. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, das haben wir als AfD schon im Mai 2019 beantragt. Sie geben vor, möglichst viel Wertschöpfung im Land zu behalten, verschachern aber Teile des Hamburger Hafens auf Kanzlerbefehl an China. Die Wahrheit ist doch, dass vor allem große ausländische Konzerne, die Habecks Lobbyistennetzwerk finanzieren, sich eine goldene Nase verdienen, während die Menschen in Deutschland nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- oder Gasrechnung bezahlen können. Sie versprechen einen Aufwuchs von 400 Gigawatt Offshore-Windleistung in den nächsten 20 Jahren. Herr Westphal sprach von derzeit gerade 8 Gigawatt gegebene Leistung. Und angesichts der gerade einmal 38 neuen Anlagen mit einer Nennleistung von 342 Megawatt im letzten Jahr ist das doch nur ein Wunschtraum. Bei dem Tempo brauchen Sie 1200 Jahre statt 20 Jahre. Sie geben vor, die Seehäfen zu Drehscheiben eines erneuerbaren Energiesystems machen zu wollen, bauen aber ein LNG-Terminal für teures und vor allem dreckiges US-Fracking-Gas mitten in ein Naturschutzgebiet auf Rügen. Das hält nicht mehr Ihr Experte Felix Heilmann, übrigens ehedem für Greichens Agora Energiewende tätig, für eine gute Idee. Und der Unionsantrag, der zeigt deutlich, wie Sie, meine Damen und Herren, von der Union nach wie vor in dem woken Umklammerungsgriff der Grünen gefangen sind. Der Kollege Westphal hat ja eben gerade auch Ihren Antrag gutgeheißen. Der Unionsantrag atmet durchweg die Unsicherheit zwischen willfährigem grünen Gehorsam und dem öffentlichen Druck, doch mal ein wenig Opposition spielen zu müssen. Die Krise der maritimen Wirtschaft ist die Krise der deutschen Wirtschaft, ihrer aller geschaffenen Krise.
Bezahlbare Energie, das ist es, was Deutschland vor allem braucht. Und beenden Sie endlich die unheilige Allianz mit der EU, Ihrem Bürokratiekreuzzug. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Hagen Reinhold spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste! Was brauchen wir von der maritimen Wirtschaft, um für die Zukunft gewappnet zu sein, um Wohlstand zu bewahren, um der nächsten Generation mindestens dieselben Möglichkeiten zu geben, wie wir sie hatten? Und was heißt das für unsere politischen Entscheidungen? Einige Erkenntnisse brauchten leider die Corona-Zeit und einen schrecklichen Krieg in Europa, um abseits der Fachöffentlichkeit zu wirken. Aber kaum einer, der heutzutage nichts mit Frachtraten, Containermangel, der Wirkung von gebrochenen Lieferketten, den Auswirkungen geschlossener Häfen etwas anfangen könnte. Dem nicht bewusst ist, dass eine Nation, bei der fast alle Waren übers Meer kommen und gehen, eine starke maritime Wirtschaft braucht. Und es gibt kaum ein Thema, bei dem wir uns eigentlich so einig sind. Ich begleite diese Debatten seit einigen Jahren und sehe auch heute wieder große Gemeinsamkeiten. Deshalb setze ich auch auf eine große Zustimmung zu unserem Antrag. Und trotzdem, seit Jahren lese ich auch dieselben Punkte in unseren Anträgen. Nicht nur in unserem, auch in denen der Union, das muss man zugeben. Und das hat die Branche weder verdient. Und ich glaube sogar, für Deutschland ist diese Geschwindigkeit gefährlich. Und deshalb legt die Ampel jetzt einen Antrag vor, der eine präzise Bestandsaufnahme liefert, ambitioniert, anspruchsvoll, ressortübergreifend einen klaren Kurs festlegt. Was braucht es dafür? Ich glaube, drei Dinge. Erstens, leistungsfähige Infrastruktur. Ich glaube, nicht jeder Bürgermeister braucht seinen eigenen Hafen. Wir brauchen aber eine abgestimmte Strategie, leistungsfähige, digital vernetzte, redundante Hafenstrukturen für alles das, was die nächsten Jahre nach Deutschland rein und raus muss. Wenn 40% der Welthandelsflotte mittlerweile Energie transportieren, brauchen unsere Strukturen in Deutschland genau die Voraussetzungen, um das leisten zu können. Wir brauchen eine Hafen-Hinterland-Anbindung, die die Mobilität von morgen passt. Es braucht zweitens eine starke Flotte. Dabei brauchen wir den Dirigenten und das Orchester, damit unsere Musik gespielt wird. Sonst spielen bald andere Nationen mit unserer Wirtschaft. Und das mit Sicherheit nicht zu unserem Vorteil. Das heißt, es braucht Schiffseigner, Reeder, Charterer und Schiffe mit deutschem Zugriff. Dafür brauchen wir Finanzierung und eine Besteuerung, die die Reeder hier hält und die zweitgrößte Containerflotte der Welt erhält, eine insgesamt noch der größten Flotten der Welt wachsen lässt und modernisiert. Wir brauchen eine Flaggenstaatsverwaltung, die mit optimalem Service sich für mehr Schiffe empfiehlt und nicht weiter zurückfällt. Und drittens brauchen wir einen leistungsfähigen Schiffbau. Fähigkeiten erhält man und Fortschritt bekommt man, indem man viel arbeitet. Das weiß vielleicht jeder noch aus seinem Beruf. Wer seinen Beruf nicht ausübt und nichts macht, der wird mit Sicherheit nicht besser. Oft verlernt man etwas. Also braucht es Aufträge. Und deshalb braucht es ein Leveling Playing Field in Europa. Bei Schiffsbestellungen müssen wir ein Auge auf die eigenen Werften haben, zu jeder Zeit. Sonst verlieren wir die Fähigkeiten, auf Neues reagieren zu können. Wer baut sonst Wasserstofftanker der Zukunft? Wer sorgt für CO2-Transporte über die See oder für eine leistungsstarke Verteidigungspolitik? Diese Punkte wollen die Mehrheit der Parlamentarier dieses Hauses. Und deshalb müssen die Ministerien sie jetzt beherzt umsetzen. Und ich bin dankbar über die große Präsenz der Regierung. Denn ich glaube, das muss Wirtschaft, Verkehr, Verteidigung, Außen, Kanzleramt zusammenstemmen. Sonst klappt es nicht. Denn ich persönlich habe keine Lust, in 2 Jahren, 4 Jahren oder 6 Jahren wieder einen Großteil der Punkte in neuen Anträgen wiederzufinden. Deshalb bitte ich Sie um breite Unterstützung unseres Antrages. Und jetzt, da ich zum letzten Mal hier vor Ihnen stehe, möchte ich noch ein paar persönliche Worte an Sie verlieren. Viele Parlamentarier habe ich hier getroffen, die unser Land von morgen besser machen wollen, als es heute ist. Noch mehr Mitarbeiter habe ich getroffen, die zumindest mit dem gleichen Herzblut wie ihre Chefs an der gleichen Sache arbeiten. Und allen denen danke ich von Herzen. Aber auch ohne unsere Partner zu Hause oder hier in Berlin wäre das alles nicht möglich. Denn die Ideen, die allzu oft als erstes mit Ihnen bewertet werden und die Sie unterstützen und uns antreiben dabei,
wären sonst ohne unsere Partner gar nicht dankbar. Deshalb bin ich froh, meine große Liebe heute hier an meiner Seite zu wissen und danke dir, danke Ihnen für all Ihre Unterstützung. Aber gute Gesetze alleine, und wir machen nicht immer gute Gesetze, die machen unser Land noch nicht besser. Es braucht viele in der Gesellschaft, die anpacken. In den kommunalen Vertretungen, in den Kreistagen, in den Feuerwehren, in den Hilfsdiensten, in Vereinen und Stiftungen. Die Alte und Junge, Schwache und Starke unterstützen, wo immer sie können. Deshalb bitte ich alle, engagieren Sie sich, wo immer es geht. Lassen Sie uns gemeinsam unser Land zu einem besseren Ort machen. Erlauben Sie mir am Ende noch eine letzte Bitte an alle. Lassen Sie uns gegen Hass kämpfen, wo immer er unserer Gesellschaft Schaden zufügt. So manch einer ist von Neid und Hass zerfressen und hetzt oft unter dem Denkmantel der Toleranz und der Meinungsfreiheit, oft sogar der Freiheit insgesamt, gegen andere. Bekämpfen wir Hass, wo immer er auftritt. Diese Menschen haben in unserer Mitte keinen Platz. Wer spaltet und verletzt und nicht vereint und versöhnen will, der liebt weder die Menschen noch sein Land. Ich danke Ihnen, es war mir eine Ehre. Herr Reinhold, ich erlaube mir im Namen des gesamten Hauses zu danken für Ihre Arbeit, für unser Land, für die Demokratie und für alles, was Sie voranbringen konnten und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für das, was vor Ihnen liegt. Bernd Rixinger hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach so viel literarischer Kenntnis ist mir dann doch noch ein alter Seglerspruch eingefallen, und der heißt: Wo kein Ziel ist, sind alle Wege richtig. Und deswegen müssten wir vielleicht als gemeinsames Ziel haben, dass die maritime Wirtschaft eine Schlüsselbranche ist und maritimes Know-how und maritime Fähigkeiten heute und in Zukunft hochrelevant sind und hierzulande gehalten werden müssen. Die Herausforderungen sind klar umrissen. Es wird höchste Zeit, den Investitionsstau in den Häfen zu beseitigen und sie fit für die Zukunft zu machen. Landstromanlagen müssen forciert, die Schiffsflotte und eine klimaneutrale Zukunft vorbereitet werden. Arbeitsbedingungen und Bezahlung in den Häfen und auf den Schiffen müssen attraktiv ausgestaltet werden. Die katastrophalen Zustände an Bord vieler Handelsschiffe sind nicht hinnehmbar. Leider tragen auch deutsche Reedereien einen Teil der Verantwortung dafür. Sie haben ihre Flotten mehrheitlich ausgeflaggt, um in Deutschland geltende Standards zu umgehen. Da ist es nicht verwunderlich, dass der eigentlich spannende Beruf der Seefahrerin oder des Seefahrers immer weniger junge Leute anzieht. Wir brauchen deshalb eine Ausbildungsoffensive und attraktive Arbeitsbedingungen von Seeleuten an Land und an Bord. Dazu kann die öffentliche Hand einen zentralen Beitrag leisten. Die deutsche Schifffahrt ist stark subventioniert. Öffentliche Investitionen und steuerliche Subventionen müssen mit der Sicherung von guter Arbeit und Ausbildung, zum Beispiel durch tariftreue Regelungen, verknüpft werden. Der Erhalt von Werften ist eine strategische Aufgabe. Wir halten allerdings nichts davon, wenn das über die Bestellungen für die Marine der Bundeswehr geschehen soll. Das ist der falsche Weg. Klar ist, dass der Bund sich bei den Häfen nicht länger einen schlanken Fuß machen kann. Es ist fahrlässig, wenn der Bund zwar strategische Beteiligungen an großen Flughäfen hält, sich jedoch bei den Häfen, die überregionale, ja bundesweite Bedeutung haben, vornehm zurückhält. Zur Gretchenfrage, zum Ausbau der Hafenkooperation schweigen Sie sich aus.
Wenn sich selbst Antwerpen als zweitgrößter Hafen Europas mit Seebrügge zusammenschließt, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl. Es macht keinen Sinn, wenn wir an sämtlichen Hafenstandorten Kapazitäten für alle Güter bereitstellen. Das ist weder effizient, noch erhöht sich damit die Versorgungssicherheit. Wir brauchen eine Hafenkooperation der Hafengesellschaften und der Containerterminals in Deutschland, ja besser in der gesamten EU. Damit könnte im Übrigen auch gegen die Reedermacht angegangen werden, um zum Beispiel dem Größenwachstum bei den Schiffen und damit hohen Infrastrukturkosten ein Ende zu setzen. Und wenn wir über die maritime Wirtschaft reden, müssen wir auch über die Profite der Branche sprechen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es ist ja schön, dass Hamburg mit einer Beteiligung an Hapag-Lloyd 1,5 Milliarden Euro Dividende allein für 2022 bekommt. Zum ganzen Bild gehört jedoch, dass Hapag-Lloyd dank der Tonnagesteuer im gleichen Jahr gerade einmal 0,5% Steuern auf seine Gewinne zahlt. Selbst Hamburg würde von einer normalen Besteuerung der Gewinne mehr profitieren als von der Ausschüttung. Und dieses Geld brauchen wir dringend für Investitionen in die maritime Wirtschaft und vor allen Dingen auch in gute Ausbildung und gute Beschäftigung. Herr Kollege, danke Ihnen. Dankeschön. Goethe kam doch noch vor mit der Gretchenfrage. Und jetzt gebe ich Dieter Janicek das Wort für die Bundesregierung. Ich bin gespannt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Hagen Reinhold, ich möchte mich auch zu Beginn ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Am Anfang war es die Luftfahrt, jetzt die Schifffahrt, wir zusammen. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Lebensweg. Vielen Dank. Gestern war ich in Neubrandenburg, lieber Michael Grosse-Brömer, und dort hat man mir spaßeshalber schon einen Zweitwohnsitz angeboten. Also insofern, das mit der Präsenz ist, glaube ich, ganz gut angesehen in der Branche. Und vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn das mal jemand macht, der nicht nur aus dem Norden kommt, weil dann der Verdacht gar nicht so nahe liegt, dass man Interessen des Nordens vertritt. Und darauf will ich hinaus in meiner Rede. Es geht hier um bundesdeutsches Interesse bei der maritimen Wirtschaft. Worum geht es? Wir haben im Meer die Zukunft. Die Zukunft der Energieversorgung, des Klimaschutzes, aber auch der Logistik, der Warenströme, die ist heute schon da. Aber wir haben Investitionen im Bereich von 1 Billion Euro des europäischen Kontinents allein im Bereich der Offshore-Windenergie. Das sind über 400 Gigawatt in den nächsten 25 Jahren an Windturbinen, Monopiles etc., Offshore-Konverterplattformen, da komme ich gleich noch drauf, die wir installieren wollen. Und wir wollen als Bundesrepublik Deutschland einen Teil der Wertschöpfung im Europäischen Verbund bei uns halten. Darum kämpfen wir ganz intensiv in dieser Koalition. Und das Thema Konverterplattform ist eins, das mich seit Beginn meiner Amtszeit, die ist jetzt knappes halbes Jahr her, intensiv beschäftigt. Denn in der Tat haben wir nicht nur einen, sondern wahrscheinlich zwei Standorte, Bremerhaven auf der einen Seite, Rostock-Warnemünde auf der anderen Seite, die geeignet sind, diese Produktion, Wechselstrom in Gleichstrom auf den Meeren. Eine Plattform kostet um die 2,5 Milliarden Euro nach dem heutigen Stand. Die Übertragungsnetzbetreiber wollen davon Vergaben machen bis in die 40er Jahre hinein. Also da ist ein Geschäftsfeld da. Wir müssen darum kämpfen, und das tun wir, dass wir hier Standorte realisiert kriegen am Standort Deutschland. Das muss unsere Aufgabe sein. Und dann spielt natürlich die Frage der Infrastruktur eine Rolle. Die Häfen werden sich wandeln. Und Volker Wissing ist derjenige, der die nationale Hafenstrategie jetzt mit uns gemeinsam auch entwickeln wird. Und da spielen die Fragen von Wasserstoff, Zugänglichkeit, Kaimauern, Schwertüchtigung entsprechend eine Rolle, dass wir das, was auf die Häfen zukommt, dann auch investiert kriegen. Die Länder sind in der Verantwortung, aber man wird auch darüber reden müssen, wie man künftige Herausforderungen gemeinsam stemmt. Da ist ein Prozess vor uns. Und das geht dann weiter bei dem Thema Errichterschiffe, denn sie kriegen ja die Turbinen nicht raus aufs Meer, wenn sie nicht entsprechend dann auch Schiffe haben, auch bei der Bebunkerung, die das hinkriegen. Und dann geht es wiederum weiter. Wir haben 300 Millionen Tonnen Schiffsdiesel auf den Meeren. Das haben wir im Flugverkehr übrigens mit dem Kerosin auch. Die wollen wir zum einen ersetzen durch grünen Wasserstoff, durch Ammoniak, durch E-Methanol. Also überall neue Geschäftsfelder, die entstehen, die für die maritime Wirtschaft vom heutigen Stand eine gigantische Chance sind. Und jetzt sind die Problemlagen folgende. Wir kommen aus einer Vergangenheit, die Teile des Niedergangs auch. Herr Ferdemann, Sie wissen das ja auch noch aus der Erfahrung der Regierung, erlebt hat, was die Werften angeht. Das heißt, die Kapitalkraft der einzelnen Unternehmen reicht nicht zwingend aus, um das zu schultern.
Und deswegen ist die Frage von Bürgschaften, von Bauzeitfinanzierung eine, die uns sehr stark beschäftigt. Ich glaube auch nicht, das will ich deutlich sagen, dass wir jedes Geschäftsmodell der Vergangenheit wieder uns zurückwünschen sollten, was wir nicht schaffen können. Aber es gibt Bereiche, wo der Staat auch in Verantwortung geht, mit der Branche gemeinsam, da gibt es intensiven Dialog, die Finanzierung zu stemmen. Denn was ich genannt habe, diese 1 Billion allein im Offshore-Bereich, dann plus den maritimen Bereich, plus das Thema Kraftstoffe, E-Fuels, Wasserstoffanlandung. Also ich komme aus Bayern, das stimmt, aber ich muss sagen, ich beneide den Norden ein wenig über die Chancen. Wir in Bayern diskutieren gerade, dass wir die Stromtrassen nicht ausgebaut haben und mit der Windkraft ist nicht so gut. Die Energie, dort, wo sie historisch erzeugt wird, ist das Wachstum. Das ist eine große Chance, da sollten wir ran, können das mit Klimaschutz vereinbaren. Der Mittelstand hat eine Chance. Ich bin da gern dabei, mir macht es viel Spaß und freue mich auf die nächste Diskussion. Vielen Dank. Ingo Gerlichens hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Janicek, der letzte Beauftragte oder maritime Koordinator der CDU-geführten Bundesregierung war Norbert Brackmann, der über alle Parteigrenzen hinweg eine hohe Anerkennung hatte. Und ich war überrascht, wie schnell Claudia Müller als Nachfolgerin der neuen Regierung, als maritime Koordinatorin in diese doch großen Paar Schuhe reingewachsen ist. Schon wieder ein Wechsel. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Füße noch wachsen, damit Sie in dieses große Paar Schuhe reinkommen. Und Ihre erste große Baustelle wird ja die Nationale Maritime Konferenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass die Ampelkoalitionäre uns jetzt doch noch einen Antrag zum Thema maritime Wirtschaft in Vorbereitung dieser maritimen Konferenz präsentieren. Enorm wichtig, weil, so wie sich Friedrich Merz gestern hier geäußert hat, Deutschland tatsächlich in eine Rezession manövriert, von der die maritime Schlüsselbranche mit unseren See-, Wasser- und Handelswegen, der Hafeninfrastruktur, Werftindustrie und den Logistik-Hubs in gravierender Weise bedroht ist. Umschlagszahlen sind teilweise bis zu 20% eingebrochen und der Standort Deutschland rutscht beim Logistik-Leistungsindex und im Umfang der Handelsflotte immer weiter ab. Selbst die Ampelkoalitionäre erkennen in ihrem Antrag Souveränität in der Zeitenwende an, dass der deutschen Werftindustrie nur noch der Spezialschiffbau und der Bau von Kreuzfahrtbehörden und militärischen Hilfs- und Kampfschiffen geblieben ist. Daraus müsste eigentlich folgen, dass wir genau diesen Sektor stärken, um Arbeitsplätze in der Werftindustrie zu sichern. Nach der vom Bundeskanzler ausgerufenen Zeitenwende und dem von meiner Fraktion mitgetragenen 100 Milliarden Sondervermögen ist die deutsche Marine zunächst fest davon ausgegangen, dass mit einer gezielten Auftragspolitik für unsere Werften die deutsche Marine, unsere Flotte, gestärkt wird. Nach dem Verschiebebahnhof vom unterfinanzierten Verteidigungsetat ins Sondervermögen steht nun die Marine und somit auch unsere Werften als große Verlierer da. Es gibt außer den von uns bestellten 2 212-CD-U-Booten keine weiteren. Es gibt keine weiteren 5 Korvetten, sondern nur eine. Es gibt keine weiteren 2 Fregatten der Klasse 126 und so weiter und so fort. Die derzeit beauftragten Doppelhüllentanker und Flottendienstboote stammen noch aus der letzten Wahlperiode, also erkennbar keine Stärkung des Werftstandortes Deutschlands durch die Ampel, meine Damen und Herren. Anders als im Antrag der CDU-CSU-Fraktion steht im Ampelantrag viel Prosa und wenig Handfestes. Anders ausgedrückt, die Ampel steht für unsere maritime Wirtschaft auf Rot. Meine Damen und Herren, alle sollten wissen, und wir wissen auch, wie elementar wichtig eine intakte und gesicherte marine Infrastruktur ist. Die Zahlen sind genannt, und wir brauchen natürlich auch, wenn wir wissen, dass 95% des weltweiten Datenverkehrs über Seekabel auf den Weltmeeren laufen, eine Sicherung dieser Wege. Aus Ihrem Antrag kann man nahezu rauslesen, als wenn für diese Sicherung in den letzten Jahren nichts passiert ist. Auch da will ich daran erinnern, weil die SPD sich sonst ins Knie schießen würde, dass
es der Haushaltsausschuss war mit den Stimmen von der damaligen Großen Koalition, die die Bundespolizei See über Nacht gestärkt hat mit 4 Booten, die bestellt wurden und jetzt im Einsatz sind und damit das Fähigkeitsspektrum unserer Polizei enorm gestärkt hat. Es gäbe noch sehr viel zu sagen. Genau, aber nicht mehr in dieser Rede, ne? Nein, aber ich sollte die Fischerei noch ansprechen. Ich sollte noch sagen, dass es hinterher Fischbrötchen gibt. Ich schul noch Blödbaden, ob Platz hätten Sie. Kollege, aber das tue ich nicht, Frau Präsidentin. Das können Sie jetzt nicht mehr tun. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das geht jetzt nicht mehr. Uwe Schmidt hat das Wort für die SPD-Fraktion. Moin, Frau Präsidentin. Moin. Na, Herr Gedichin, setzen Sie sich mal erst mal hin. Was Ihnen, glaube ich, gestern ja entgangen ist, wir haben gestern ja einen Auftrag gerade auch zu mir nach Bremen vergeben, 3 neue Flottendienstboote. Also die sind zwar noch, weil wir in den Ausschreibungen so lange und immer wieder erleben, wie lange das eigentlich dauert. Sie können da ein Lied von singen, Enak Ferlemann weiß auch, wie lange das dauert, ein Schiff zu besorgen. Und wir haben ja auch noch ein paar andere Forschungs- und Behördenfahrzeuge, die wir beschaffen wollen. Und der Staatssekretär ist ja hier, der kennt das ja. Im September findet die 13. Nationale Maritime Konferenz in Bremen statt. Zum Glück haben wir nicht nur in Bremen erkannt, welche gestiegene Bedeutung die Häfen für die Gestaltung der Transformation und des Industriestandorts Deutschland haben. Das hat ja auch Dieter Janicek gerade eben hervorragend beschrieben. Gemeinsam mit den anderen deutschen Seehäfen sichern die bremischen Häfen die Versorgungssicherheit für unseren Wirtschafts- und Industriestandort. Doch unsere Häfen sind nicht nur mehr Warenumschlagsplätze, sie entwickeln sich zu echten Energiedrehkreuzen und tragen damit erheblich zum Gelingen der Energiewende bei. Dies müssen wir auch als Chance begreifen und das denn dementsprechend auch nutzen und umsetzen. Auch hier in Berlin ist die Botschaft angekommen. Der Bund ist in der Pflicht, sich mit höheren finanziellen Beiträgen an der Finanzierung der deutschen Seehäfen und der Hafeninfrastruktur zu beteiligen. Das ist gut so, deswegen haben wir es auch im Koalitionsvertrag schon miteinander vereinbart. Das war nicht immer so. Wir müssen der maritimen Wirtschaft insgesamt einen angemessenen Stellenwert geben. Das ist nicht nur ein Thema für den Norden, hat Dieter Janicek eben auch gesagt, sondern auch für die gesamte Bundesrepublik. Und ich glaube, Bayern gehört noch dazu. Unter dem Titel Maritime Souveränität in der Zeitenwende machen wir mit unserem Antrag deutlich, dass die wesentlichen Fragen der Zukunft mit der maritimen Wirtschaft verbunden sind und bleiben. Daher sind unsere Ziele klar: Klimaschutz und Meeresschutz, Energieversorgung, Energiesouveränität, sichere Handelsrouten, funktionierende Lieferketten, Schutz kritischer Infrastruktur, Aus- und Weiterbildung qualifizierter Fachkräfte. All das ist ohne eine innovative und wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft nicht zu erreichen. Da möchte ich 3 Punkte rausgreifen. Alle Welt redet von Wasserstoff und seinen Derivaten. Aber wo wird der produziert? Wie erfolgt der Transport? Wie kommt das Zeug hierher? Zur Wahrheit gehört, Deutschland wird immer ein Energieimportland bleiben. Unsere Versorgungswege müssen wir als Industrienation aber auch selbst gestalten können. Durch den Zugriff auf eine eigene Transportkapazität sorgen wir für eine nachhaltige Versorgungssicherheit für unseren Industriestandort. Das macht auch deutlich, wie wichtig für uns die Verfügbarkeit einer eigenen Schiffsflotte zukünftig sein wird. Liebe Union, Sie fordern eine Studie für den Import von Wasserstoffderivaten und wollen die Notwendigkeit für den Bau von Tankschiffen prüfen. Das ist gut und richtig so, aber das haben wir Ihnen schon abgenommen. Da sind wir nämlich bereits deutlich weiter, denn wir haben mit dem Haushalt 2023 eine solche Studie bereits beschlossen und die entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt. Diese Studie wird also kommen, die ist beauftragt. Umso besser. Als SPD-Bundestagsfraktion setzen wir uns für eine hochflexible Tankschiffflotte für Energietransporte mit staatlichen Zugriffsmöglichkeiten ein. Die gibt es nämlich in der Form so noch nicht. Dann können wir auch selber bestimmen, wer welche Ressourcen dann bekommt. So verhindern wir, dass wir in der Energie- und Grundstoffversorgung von einer Ressourcen in eine Transportabhängigkeit geraten, zunehmen. Voraussetzung für den Betrieb dieser Schiffe ist dann natürlich deutsche Sozial- und Sicherheitsstandard an Bord und die deutsche Flagge. Da, glaube ich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bau einer solchen Flotte auf deutschen und europäischen Werften den Schiffbaustandort Europa stärkt, Zulieferer auslastet und Arbeitsplätze sichert. Die europäische Schiffbauindustrie erhält gerade mal 2% am Weltmarkt. Das muss uns natürlich zu denken geben. Das ist eindeutig zu wenig. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Antwort darauf. Zweitens, wir müssen uns endlich für faire Wettbewerbsbedingungen auf europäischer und internationaler Ebene einsetzen. Die Tonnagesteuer, so wie sie jetzt ist, gehört auf den Prüfstand. Sie darf nicht dazu führen, dass internationale Großreedereien über Beteiligung an den Terminals den Wettbewerb in den Häfen massiv verzerren. Die EU-Gruppenfreistellungsverordnung für Konsortien darf deshalb aus meiner Sicht in 2024 in der Form nicht verlängert werden. Wir brauchen endlich
Wir brauchen endlich die angesagte Lösung bei der Einfuhrumsatzsteuer. Da haben wir auch schon ein paar Jahre drüber geredet. Das muss jetzt mal erfolgen. Da haben wir in Deutschland klare Wettbewerbsnachteile. Wir können diese Nachteile in den deutschen Häfen zügig beseitigen, wenn wir die Regelung an die europäischen Nachbarn anpassen. Im Übrigen sind die Häfen in Rotterdam und Antwerpen nationale Aufgabe der Niederlande und Belgien. Auch unsere Häfen müssen nationale Aufgabe werden. Als dritten Punkt möchte ich über die Beschäftigten sprechen. Der Fachkräftemangel macht auch vor der maritimen Branche nicht Halt. Das erleben wir ja gerade. Umso wichtiger ist es, die zukunftssichernden Kompetenzen zu erhalten und auszubauen. Wir brauchen Qualifikations- und Weiterbildungsoffensiven. Und wir müssen die bestehenden Förderprogramme zukünftig stärker auch an ihre Beschäftigungswirkung in den Häfen und der Branche knüpfen. Insgesamt dürfen wir die Beschäftigten bei diesem Transformationsprozess nicht alleine lassen. Die Arbeitsplätze im gesamtmaritimen Cluster können nur dauerhaft gemeinsam mit den Sozialpartnern abgesichert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Motto der NMK lautet: Standort stärken, Klima schützen, Zukunft gestalten. All das bilden wir mit unserem Antrag ab. Dafür sind erhebliche Anstrengungen notwendig. In dieser Woche haben wir bei der Statuskonferenz zur nationalen Hafenstrategie. Ich dachte jetzt, bei Anstrengungen wäre die Rede fertig. Gleich. Wenn Sie, ja. Ich muss den Minister noch darauf hinweisen, dass das eine tolle Veranstaltung war. Aber er muss auch noch seine Verwaltung davon überzeugen, dass wir all das ich umsetzen wollen. Ich bedanke mich herzlich. Und dann bedanke ich mich. Schönen Sommer. Fragen und dir alles Gute. Hannes Knauk spricht jetzt für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland steht im Anfangsstadium einer grünen Deindustrialisierung. Diese verläuft nicht nur via Abbau unserer Energieversorgung durch Verbots- und Verteuerungsorgien, sondern auch über die betonte Unterwürfigkeit gegenüber den USA. Habecks dienende Führungsrolle für unser Land sieht in diesem Zusammenhang nämlich so aus, dass der große Bruder jetzt unsere verbliebenen Industrieunternehmen mit günstiger Energie und besseren Arbeitsbedingungen abwirbt, derweil unsere kaputtgesparten Streitkräfte die NATO-Ostflanke in Litauen sichern sollen. Nun flacht die globale Dominanz der Amerikaner jedoch weiter ab, und im Indopazifik droht ein Konflikt mit China. Und da wollen Sie mit Ihrem Antrag die maritime Souveränität Deutschlands fördern, aber schweigen bis heute zu den Anschlägen auf kritische deutsche Infrastruktur in der Ostsee. Finden Sie doch erst einmal den Mut zur Souveränität vor der eigenen Haustür, meine Damen und Herren. Aber das werden Sie nicht, und der Grund ist auch offensichtlich: der oder die Täter sind aller Wahrscheinlichkeit nach westliche Verbündete. Und als transatlantische Lobbyparteien werden Sie diese natürlich auch nicht kritisieren, selbst wenn diese unsere Souveränität direkt angegriffen haben. In diesem Sinne wollen Sie laut Antragstext eine deutsche Marine als flexibles Instrument deutscher Außenpolitik, die global einsetzbar sein soll. Aber diese Flexibilität, die Sie sich wünschen, steht weniger für deutsche Interessen und mehr für Ziele wie Krisenprävention und Management, Schutz der Europäischen Union und der regelbasierten internationalen Ordnung, also mit anderen Worten, deutsche Schiffe im Dienst der US-dominierten unipolaren Weltordnung. Joschka Fischer hat in dieser Woche in der Enquete-Kommission Afghanistan erfrischend und ehrlich erklärt: In der Abhängigkeit der Bundesrepublik von den USA solle man sich als deutsche Öffentlichkeit keine Illusionen machen, unsere nationalen Handlungsspielräume seien sehr begrenzt. Sie als Bundesregierung wollen dem deutschen Volk aber genau diese Illusion verkaufen, nämlich dass Deutschland seine eigenen Interessen durchsetzen könnte, wenn es zugleich den Bückling vor Washington und seinen Einflüssen macht. Aber das lassen wir Ihnen natürlich nicht durchgehen, meine Damen und Herren. Es ist absolut richtig, wir benötigen eine starke Marine, aber nicht als bloßes Versatzstück amerikanischer Weltpolitik, vor allem nicht jetzt, wo die multipolare Welt dämmert und neue Möglichkeiten für Deutschland und Europa bietet. Ihre Ankündigung einer deutschen Flotte für weltweite Seewege unter bestehenden Verhältnissen sind ein schlechter Witz, da Sie dabei in der Realität nicht einmal unsere Interessen vor der heimischen Küste verteidigen können. Auch wenn Sie in Ihrem Antrag punktuell richtige Forderungen in technischer Hinsicht aufstellen, ist er doch mit der grünen globalistischen Agenda durchmengt und damit definitiv nicht im Sinne einer echten maritimen Souveränität für Deutschland. Das Wort Souveränität aus den Reihen der Altparteien ist nichts weiter als eine reine Mogelpackung. Ihren Antrag lehnen wir daher natürlich ab. Ich bedanke mich.
Michael Kruse hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es wird ja hier manchmal recht absurd, dass jetzt ausgerechnet Joschka Fischer hier als Zitategeber dafür herhalten muss, dass man sich von Russland abhängiger machen soll. Das habe ich mir niemals vorstellen können. Ich spreche ja noch nicht mal für die Grünen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Realität in diesem Land ist ja eine ganz andere. Es sind gerade die deutschen Häfen, über die wir hier reden, die uns geholfen haben, den Energiekrieg, den Russland gegen Deutschland begonnen hat, abzuwehren. Es waren die deutschen Häfen, die schon in der Corona-Krise für die Offenheit dieses Landes gesorgt haben und uns mit Waren weiter versorgen konnten. Es waren die Häfen, in denen wir mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz das Rekordtempo, Deutschlandtempo nennen wir es neuerdings, umsetzen konnten, um in Rekordzeit Infrastruktur in diesem Land zu schaffen, damit unsere Energieversorgung auch in schwierigen Zeiten gesichert bleibt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von rechts außen, wir tun alles, damit das, was Sie hier den ganzen Tag runterbeten, nicht realisiert wird. Und ich stelle fest, die deutschen Häfen haben in den letzten 1,5 Jahren einen herausragenden Beitrag genau dafür geleistet. Und deswegen ist es auch sehr richtig, dass dieser Antrag genau jetzt kommt, denn die Nationale Maritime Konferenz, sie steht bereits bevor. Und ich freue mich sehr, dass wir hier mit großer Zustimmung aus dem Hause auch heute einen so qualifizierten und großen Antrag beschließen können. Apropos großen Antrag, da bin ich bei Ihnen, Herr Kollege Große-Böhmer. Also, Sie haben ja heute vorgesprochen und festgestellt, was noch alles zu tun ist. Und mit den meisten Punkten haben Sie ehrlich gesagt recht gehabt. Und ich möchte Ihnen einmal eine Situation schildern, die Ausgangslage, die wir vor 1,5 Jahren hier übernommen haben. Wenn ein Lotse in der deutschen Bucht an Bord eines Schiffes steigt, auf dem 20.000 Container geladen sind, dann kann es ihm passieren, dass er es nicht mal schafft, mit dem Handy seine Kolleginnen und Kollegen anzurufen. Das ist die Lage, die wir am Ende des Jahres 2020 von Ihnen übernommen haben. Und ich persönlich bin heilfroh, dass der Digitalminister Volker Wissing jetzt an diesen wie vielen weiteren Themen arbeitet. Geben Sie uns also noch ein bisschen Zeit, hinter Ihrer Politik hinterherzuarbeiten. Wir kriegen das in den Griff. Wir kriegen das in den Griff. Ich möchte dem Kollegen Schmidt gerne zustimmen bei den Themen Level Playing Field und ich möchte ihm insbesondere auch zustimmen beim Thema Einfuhrumsatzsteuer. Für unsere Fraktion ist die heutige Rede eine besondere, das ist eben schon deutlich geworden. Es verlässt uns ein hochgeschätzter Kollege mit Hagen Reinhold. Ich möchte mich persönlich bei dir für unsere Zusammenarbeit bedanken. Als ich in die Bundestagsfraktion der FDP kam, warst du schon hier, hast die maritimen Themen bearbeitet. Wir haben intensiv zusammengearbeitet vor meiner Zeit hier, in unserer gemeinsamen Zeit. Ich schätze dich inhaltlich, persönlich, menschlich, fachlich. Und ich stelle mal fest, ich glaube auch für die ganze FDP-Fraktion und ich glaube für die meisten Menschen in diesem Haus, Menschen wie du, tun diesem Parlament richtig gut, nicht nur, weil du richtig Ahnung hast von den Themen, über die du redest, sondern weil du auch menschlich eine richtig verlässliche Größe bist. Ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg mit unserer Fraktion, wie man bei uns im Norden so schön sagt, immer eine Handbreit Wasser um deinem Kiel. Ich finde es bemerkenswert, dass du als Person in einer souveränen Situation dieses Parlament verlässt. Manche werden hier rausgewählt. Das Beste, was man erzielen kann, ist, dass man selber den Zeitpunkt bestimmt, wann man ein Parlament verlässt. Du hast diesen Zeitpunkt bestimmt und ich finde, das ist ein respektabler Schritt für deine persönliche Zukunft. Alles Gute von uns. Vielen Dank. Oliver Grundmann hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst einmal gut, dass wir ja so eine breite, so eine ausführliche Debatte zu diesem wichtigen Thema für unsere Volkswirtschaft führen. Und wenn ich mir die Schlagzeilen dieser Woche anschaue, am Montag im Handelsblatt, CDU, CSU wollen die Schiffsproduktion in Europa schützen. Im Handelsblatt am Mittwoch, Ampel will Abwärtstrend der maritimen Wirtschaft stoppen. Eine große Einigkeit, die wir hier eben gerade auch in der Parlamentsdebatte gehört haben. Sachlage ist klar.
Das wurde hier eben auch schon ausführlich dargestellt. Wir müssen was unternehmen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wie beherzt, wie mutig, wie entschlossen gehen wir diese Themen an? Und es geht nicht darum, wer die meisten Fleißpunkte hat, wer die meisten Spiegelstrichaufzeichnungen in den Anträgen hat. Es geht darum, wer formuliert hier wirklich wirksame Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und da muss ich sagen, bei den wirklich wirksamen Maßnahmen, das ist bei Ihrem Antrag leider in Teilen echt dünn. Und ich bitte das nicht falsch zu verstehen. Es ist ja in der Koalition noch nicht immer einfach, alle unter einen Nenner zu bringen oder auch ein Gesetz hier durchs Parlament durchzubringen. Das sehen wir ja gerade diese Tage in besonderer Intensität. Ein Thema will ich aber ansprechen, was hier auch von zwei Kollegen, Bernd Westphal und auch vom Dieter Janicek, erwähnt wurde. Wir brauchen für den Offshore-Ausbau, für die Energiesicherheit in Europa, aber insbesondere in unserem Land, da brauchen wir große, gigantische Konverterplattformen. Das sind riesige Dinger, das sind Schiffssteckdosen, kann man, oder Steckdosen auf hoher See. Die sind riesengroß und ein so ein Ding kostet mal ungefähr 2 Milliarden Euro. Und dieser Stückpreis, der ist so groß, dass der im Grunde von den zu bauenden Werften nicht gestemmt werden kann. Dafür brauchen wir, wenn wir 50 Stück von den Dingern brauchen, dieses ist erforderlich, dazu noch eine ganze Armada von Versorgungs- und Errichterschiffen, das wurde hier auch genannt, dann brauchen wir eines, dann brauchen wir Bundesbürgschaften. Das kann so ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern, die ja schon genügend Probleme mit der eigenen Regierung haben, das können die nicht alleine stemmen. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich etwas tun. Und deshalb habe ich auch wenig Verständnis dafür, dass ich in diesem Bereich der Finanzminister bei dem Thema Bundesbürgschaften so querstellt. Und Sie geben sich hier in Ihrem Antrag, den Sie da gemeinsam formuliert haben, mit irgendwelchen alternativen Finanzierungsinstrumenten zufrieden. Das hilft denen aber überhaupt nicht. Ohne diese Bürgschaften des Bundes gehen Milliardenaufträge verloren und wird auch der Ausbau im Bereich der Windenergieproduktion auf hoher See gefährdet. Und im gesamten Ampelantrag auch kein einziges Wort zu qualitativen Ausschreibungskriterien, kein Wort zu qualitativen Wertschöpfungsklauseln. Sie machen eine große, dramatische Bestandsaufnahme und fordern mehr heimische Wertschöpfung. Das ist ja auch richtig, aber das Rezept, was dazu ausgestellt werden muss, das verweigern Sie dem Patienten. Das steht bei uns drin. Stattdessen eben eine Flucht, ein Sammelsurium aus Prüfaufträgen, die tun ja keinem weh. Aber die wirken eben auch nicht. Und deshalb abschließend, wir wollen diesen Standort stärken. Und wenn wir das gemeinsam wollen, auf Kurs bringen wollen, dann müssen wir eben Tempo aufnehmen und hart am Wind segeln. Und das heißt eben auch mal schottendicht, wenn die Chinesen mit ihren Dumpingangeboten und mit dubiosen Lieferungen unsere Märkte fluten. Das muss dann eben auch mal alles hinterfragt werden. Wer sich nicht verteidigt, der hat schon verloren. Und das war schon immer so. Und deshalb bitte ich um Zustimmung, um unseren Antrag. Und wenn Sie ein Zitat von mir wollen, Taten sagen mehr als Worte. Und abschließend was Versöhnliches zum Abschluss. Lieber Hagen Reinhold, danke für die gemeinsamen Jahre. Das war eine tolle Zeit. Du bist ein toller Kamerad. Kamerad leider nie in einer gemeinsamen Koalition, aber immer in konstruktiver Opposition. Die maritime Familie verliert einen echten Kämpfer. Danke dir, ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Lukas Benner hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Zeitenwende, das bedeutet, dass wir unabhängiger und resilienter werden müssen. Unabhängig von fossilen Energieträgern, von Diktatoren und Autokraten, aber auch, dass unsere Wertschöpfung und kritische Infrastruktur endlich resilient wird. Verkehrswege, Stromnetze, Gesundheitsversorgung, die öffentliche Verwaltung, aber gerade auch unsere Häfen und unsere Transportinfrastruktur. Eine resiliente Wirtschaft in der Zeitenwende ist zwangsläufig eine klimaneutrale Wirtschaft mit Energie, die wir selbst erzeugen können. Die maritime Wirtschaft hat einen entscheidenden Anteil daran, die Transformation zur Klimaneutralität hinzubekommen. Auch wir müssen sie auf diesem Weg unterstützen.
Dafür braucht es viele, viele notwendige Schritte, und dieser Antrag ist ein sehr guter Weg in diese Richtung. Wer weiß, was ich vorher gemacht habe, der weiß, dass ich 1,5 Jahre an einer Doktorarbeit gearbeitet habe zur Frage, wie die Schifffahrt dekarbonisiert werden kann. Dass ich viele Stunden über Verordnungen, über der 10. BIMSCHVO, über die Chemieverbotsverordnung verbracht habe, um herauszufinden, wo sind denn die Hürden beim Aufbau der alternativen Antriebstechnik in Deutschland. Und deswegen ist dieser Antrag auch so ein Befreiungsschlag für mich persönlich, weil hier die Probleme adressiert werden, die in diesem Land noch vorliegen bei der Frage, wie können unsere Häfen endlich bereit sein, alternative Antriebe zu bebunkern und zu verladen. Und gerade der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur ist eine Riesenchance. Häfen können und werden die Energiehubs der Zukunft werden. Denn über die Häfen können wir große Mengen importieren. Über die Häfen haben wir die Infrastruktur, sie im Land zu verteilen. Und wir brauchen gerade auch die Binnenhäfen und die Binnenwasserstraßen, um im ganzen Land die klimaneutrale Industrie zu unterstützen. Und dafür brauchen wir eine starke maritime Wirtschaft. Und klar ist auch, dass die Bundesflotte dabei eine herausragende Rolle spielt. Die Bundesflotte muss beim Umstieg auf klimaneutrale Antriebe vorangehen. Und deswegen ist es so schön, dass dieser Antrag sagt, Schiffbauaufträge der Bundesrepublik Deutschland als Positivbeispiele für erneuerbare Antriebe zu nutzen, sofern dies in Bezug auf das Einsatzgebiet möglich ist, und den Aufbau einer klimaneutralen Bundesflotte zu prüfen. Und das ist eine einmalige Chance, technologieoffen nach vorne zu gehen. Nicht nur das Geld des Bundes auch in alternative Antriebe zu investieren, in Antriebe, die vor allen Dingen auch in diesem Land hier entwickelt und gebaut werden, weil wir immer noch Technologieland sind, sondern es ist auch ein Riesenbeitrag, die landseitige Infrastruktur aufzubauen, wenn der Bund ein klares Commitment gibt und sagt, wir werden alternative Antriebe benutzen, wir werden die Kraftstoffe bebunkern, und damit wird es ein Wirtschaftsfaktor werden, diese Infrastruktur aufzubauen. Deswegen ist dieser Antrag ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es gibt viel zu tun. Lassen Sie uns weiter zusammen daran arbeiten. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Christoph Ploss hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Moin. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, wenn wir Rohstoffe und andere Güter sicher nach Deutschland importieren wollen, dann brauchen wir starke maritime Strukturen, und dann brauchen wir vor allem Wasserstraßen, dann brauchen wir vor allem Häfen, die funktionieren, die leistungsfähig sind und die im internationalen Wettbewerb mithalten können. Und da muss man mit Blick auf den Bundeshaushalt, den das Kabinett in dieser Woche beschlossen hat, leider eines sagen. Sie geben sehr viele Milliarden unreflektiert aus. Sie blähen die eigenen Strukturen, die Wasserköpfe in den eigenen Ministerien auf. Aber sie geben viel zu wenig Geld in die Häfen und in die Infrastruktur unseres Landes. Und so kann es nicht weitergehen. Und deswegen brauchen wir hier dringend einen Paradigmenwechsel, wenn Deutschland in Zukunft auch stark sein soll. Und damit verbunden ist auch eine Debatte, über die wir hier in den letzten Wochen häufig diskutiert haben, und ein Thema, was wir als CDU-CSU-Fraktion hier schon häufig auf die Agenda gesetzt haben, nämlich, dass wir in Deutschland endlich schneller planen und bauen müssen. Es kann nicht sein, dass Autobahnprojekte, dass Schienenprojekte, dass andere Infrastrukturprojekte Jahrzehnte dauern. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode einige Reformen eingeleitet. Wir müssten jetzt dringend an weitere Schritte rangehen, beispielsweise die Einschränkung des Verbandsklagerechts oder eine Stichtagsregelung, nach der in ein laufendes Verfahren dann nicht neue Gesetze und neue Richtlinien immer weiter eingearbeitet werden. Das war ein dringender Wunsch, gerade von den Hafenverbänden. Und wir werden als CDU-CSU-Fraktion weiter Wert darauf legen, dass das umgesetzt wird. Denn wenn wir so lange brauchen, um Autobahnen, um Schienen in Deutschland zu realisieren, dann kann es auch in der Hafenwirtschaft, dann kann es auch mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland nicht vorangehen. Daher ganz klar, wir müssen schneller planen und bauen. Und dann noch
dann noch ein Wort, weil wir hier vor allem von rechts außen Worte gehört haben, die eher dem Nationalismus das Wort geredet haben, als internationalen Ansätzen und internationalen Lösungsvorschlägen. Wir werden viele Herausforderungen, beispielsweise wie wir mit China umgehen, nicht rein national lösen können, sondern nur als Europäer mit einer gemeinsamen europäischen Antwort. Und daher haben wir mit unserem Antrag hier auch eines adressiert. Wir brauchen europäische Lösungen, damit die Häfen in Deutschland stark sein können. Ich bitte Sie hier auch um Zustimmung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Bent Berg jetzt das Wort. Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Herr Grosse-Böhmer, Sie haben die ganze Zeit von Wertschöpfungskriterien gesprochen. Das finde ich sehr interessant, weil dann hätten Sie ins Wind-auf-See-Gesetz mal reingucken können. Das haben wir seit letztem Jahr bereits reingeschrieben. Da steht drin, CO2-Fußabdruck in der Lieferkette, Fachkräftesicherung, Grünstromproduktion, Grünstrom in der Produktion. Während Sie darüber nachdenken, haben wir das letztes Jahr schon reingeschrieben. Das sind keine Umweltkriterien. Je kürzer die Lieferkette, desto besser ist es. Also ist das eine lokale Stärkung. Und Herr Grundmann, Sie kamen hier an mit einer Dumpingregel. Dann hätten Sie auch in dieses Gesetz mal reingucken können. Wind-auf-See-Gesetz, letztes Jahr schon verabschiedet. Da gibt es unter § 1 die Möglichkeit des Ausschlusses unionsfremder Bieter. Raten Sie mal, was das ist. Also, im Endeffekt haben wir schon geliefert. Sie sind immer noch dabei zu überlegen. Aber es ist ja so, da gebe ich Ihnen recht, die maritime Wirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. 200.000 Menschen verdienen ihr Lebensunterhalt in diesem Bereich. Bootsführer, Ingenieurinnen, Logistiker, Informatiker, Staplerfahrer und viele, viele mehr. Nochmal 200.000 Arbeitsplätze hängen direkt an der maritimen Wirtschaft dran, zum Beispiel in der Forschung oder in der Stromerzeugung. Um sich die Bedeutung dieser Branche insgesamt mal vor Augen zu führen, mal ab von diesen Zahlen, 330 Millionen Tonnen Waren werden im Wert von 500 Milliarden Euro allein in Deutschland im seewärtigen Außenhandel über deutsche Seehäfen ein- und wieder ausgeführt. Jedes einzelne Jahr. Und jedes vierte importierte Produkt erreicht den deutschen Markt über deutsche Seehäfen. Da kommen Fernseher, Autos, Medikamente, das kennt man alles, aber auch Kupfer und Aluminium, die zum Beispiel für die Herstellung von Windenergieanlagen benötigt werden. Und ja, auch LNG-Gas, also Energie, erreicht uns über den Seeweg. Was zeigt uns das an? Die maritime Wirtschaft in Deutschland ist ein zentraler Eckpfeiler unseres Wohlstands für die Sicherung unserer Energieversorgung, für das Gelingen der Energiewende. Man darf das an dieser Stelle ruhig mal sagen. Vielen Dank an die 200.000 Mitarbeitenden in der maritimen Wirtschaft, die das möglich machen, meine Damen und Herren. Und es ist auch kein Geheimnis, dass unsere Häfen vor großen Herausforderungen stehen. Denn wenn man stark ist, heißt das nicht, dass man stark bleibt. Wenn wir wollen, dass unsere Häfen international wettbewerbsfähig bleiben und die Werften wieder zukunftsfähig werden, dass sie widerstandsfähig sind und den Kurs halten, wenn es international stürmt, und wenn wir wollen, dass sie Jobmotor sind und Booster für unsere Energiewende, dann müssen wir jetzt handeln und die nötigen Weichen stellen. Das tun wir als Ampelkoalition mit diesem Antrag und klaren Erwartungen an die Bundesregierung. Ich will hier drei Punkte mal ein bisschen hervorheben. Erstens die Bedeutung von Qualifizierung und Weiterbildung und Fachkräftegewinnung. Zweitens die nötigen Weichenstellungen für den Offshore-Ausbau und die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Und drittens die schlummernden Chancen, besonders für den Norden in puncto Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Sie merken, das eine geht ohne das andere nicht. Ohne die qualifizierten Windenergiemonteure, Schweißer, Schlosser, Kapitäne, Bootsleute bekommen wir die Windturbinen und Plattformen einfach nicht auf See. Ohne einen Offshore-Wind- und Wasserstoffhochlauf können wir die großen Potenziale unserer Wirtschaft nicht ausnutzen und die deutsche Wirtschaft transformieren. Und ohne die industrielle Transformation verlieren wir Wertschöpfung in diesem Land und verlieren Wohlstand, denn ein Weiter-so mit der fossilen Welt ist einfach ausgeschlossen. Das geht nicht. Das wird aber nicht einfach. Wir können fördern und ausschreiben wie wild, aber das Kernproblem ist, nämlich, dass wir bis 2030 etwa 3 Millionen Vollzeitstellen nicht besetzen können, wenn wir nichts dagegen tun. Die Alterung der Gesellschaft hat ganz konkrete Auswirkungen. Das hat auch eine Studie gezeigt, der IG Metall Küste aus dem Jahr 2020. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen pro Ausbildungsplatz hat sich seit 2015 glatt halbiert. Die Hälfte der Bewerber bedeutet aber auch, die Suche nach den neuen Leuten ist doppelt so schwer. Wir brauchen aber im wörtlichen Sinne alle Hände an Deck. Das ist deshalb sehr, sehr gut, dass wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen haben. Für die ausländischen Fachkräfte wird es einfacher, nach Deutschland zu kommen und unser aller Wohlstand mitzugestalten. Zum einen sind wir auf Einwanderung angewiesen, wir müssen aber auch unsere eigenen Trümpfe stärker ausspielen. Sie sind kein Trumpf davon, definitiv. Wichtig ist, dass wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Aus- und Weiterbildung Schritt halten müssen an die steigenden und wechselnden Anforderungen.
Tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel das Maritime Kompetenzzentrum in Hamburg. Dort werden 8.500 Menschen jedes Jahr qualifiziert, von Offshore bis Logistik. Das sind Strukturen, auf die wir aufbauen können und die wir weiter stärken müssen. Für unsere Energieversorgung haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, mindestens 30 Gigawatt installierte Leistung zu erreichen, Offshore 2030 und 70 bis 2045. Das sind 2030 schon Leistung von 15 Atomkraftwerken. Und dieser grüne Strom öffnet auch die Tür für eine Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Deshalb ist es gut, dass wir eine Wasserstofferzeugung von mindestens 10 Gigawatt auf See hier in diesen Antrag mit aufgenommen haben. Von bezahlbarem grünen Strom und bezahlbarem grünen Wasserstoff profitieren am Ende alle. Es braucht aber eben eine starke maritime Wirtschaft drumherum. Ausreichende Hafen, Werfflächen für den Bau von Offshore- und Leistungskomponenten, funktionierende Schleusen, schnellere Genehmigungsverfahren von Transporten über Wasserstraßen. Und es gilt aber auch, weitere Flächen für den Offshore-Ausbau zu gewinnen. Der Meeresraum ist knapp, die Natur ist kostbar, aber hier kann eine naturverträgliche Co-Nutzung für unterschiedliche Akteure wirklich sinnvoll sein. Des Weiteren, es wurde kurz schon angesprochen, müssen wir den Bau von Konverterplattformen nach Deutschland holen. Der letzte Großauftrag für Offshore-Flächen im Wert von sage und schreibe 32 Milliarden Euro ist in aller Herren Länder gegangen. Nicht nach Deutschland, weil wir keine tauglichen Werften hatten. Und das darf nicht so weitergehen. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir da wirklich anpacken. Wir stellen jetzt die richtigen Weichen. Ich komme zum Ende. Wir stellen die Weichen. Wir machen den Weg frei, dass unsere Kinder auch künftig gute und Zukunftsperspektiven haben. Starke Wertschöpfung, mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Stefan Seidler das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Dank gilt heute zunächst vor allem den Kolleginnen und Kollegen in den Ampelfraktionen, die meine Beteiligung an diesem Antrag unterstützt haben. Vielen Dank. Das ist für einen fraktionslosen gewählten Abgeordneten eine besondere Sache. Und zu Beginn der Wahlperiode habe ich hier gesagt, dass ich als Vertreter der dänischen und friesischen Minderheit mit allen demokratischen Parteien im Bundestag zusammenarbeiten will, wenn es um die Entwicklung in unserem Norden geht. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, bei Anträgen der Fraktionen, egal ob Regierung oder Opposition, mitzuwirken. Und das ist keine Selbstverständlichkeit hier im Bundestag. Das, was hier passiert, ist für mich auch ein Ausdruck des nordischen Politikverständnisses meiner Heimat, für das ich hier im Bundestag eintrete. In Dänemark ist es Konsens im politischen Alltag, dass bei wichtigen Themen die Parteien im Parlament zusammenkommen und über politische Gräben hinweg zusammenarbeiten. Maritime Fragen gehören zu diesen wichtigen Themen von nationaler Bedeutung. Ich hoffe sehr, dass dieser nordische Ansatz in Zukunft auch bei uns einen Platz in der parlamentarischen Praxis findet. Dass heute und hier und jetzt dann eben dass es um maritime Souveränität geht, freut mich als Abgeordneter von der Küste ganz besonders. Denn die im Antrag vorgesehene Stärkung etwa der Hafenhinterlandanbindung, des Nordostseekanals, der Häfen unserer Werften ist nicht nur von nationaler Bedeutung. Sie betrifft die Menschen in meiner Heimat, in ihrem Alltag und ihrem Leben sehr. Ich kann Ihnen sagen, in Flensburg bangen die Werftmitarbeiterinnen und Werftmitarbeiter nach wie vor um ihren Arbeitsplatz. Das hier ist auch ein klares Signal aus Berlin nach Flensburg an die Werft und an die Werften insgesamt in Deutschland. Besonders freut es mich, dass dieser Antrag, anders als der der Union, die Herausforderungen des Klimawandels für den Schutz unserer Küsten und unserer Bevölkerung direkt anspricht. Es gibt jede Menge zu tun. Und zum Schluss möchte ich noch einen letzten Aspekt herausstellen. Meine Partei, der SSW, setzt sich für ein skandinavisches Gesellschaftsmodell ein, in der sowohl Diversität als auch die Gleichstellung von Mann und Frau einen wichtigen Stellenwert haben. Und vielleicht auch etwas mit Blick auf die jetzige Rednerliste. In der Maritimwirtschaft kommt das leider viel zu kurz. Das müssen wir ändern. Wir brauchen mehr Seefahrerinnen und Seefahrer und Frauen in der maritimen Wirtschaft. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Christian Klink ist jetzt der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Meer verbindet Völker miteinander und jeder Mensch verbindet etwas mit dem Meer. Die Meere sind unverzichtbare Handelswege,
Die maritime Industrie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unsere Küsten sind gefragte Urlaubsregionen und auch die Sicherheit auf See muss organisiert werden. Wenn man in meinem Wahlkreis auf das Meer schaut, beispielsweise vom Marineehrenmal in Laboe aus, dann wird diese Mehrdimensionalität sehr deutlich. Am Strand erholen sich Familien. Auf dem Wasser sieht man Surfer und Segler. Weiter draußen fahren Handelsschiffe und vielleicht fährt auch ein Schiff der deutschen Marine vorbei. Und in der Ferne kann man die Wohnviertel der Stadt Kiel und die Kräne ihrer Werften erkennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über das Meer sprechen, sprechen wir über Menschen. Es sind unsere hochqualifizierten Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter, die Schiffe bauen. Es sind tüchtige Seeleute aus vielen Ländern, die sie bemannen. Es sind gestandene Hafenarbeiter, die sie beladen. Und es sind die Seeleute und Soldatinnen und Soldaten der deutschen Marine, die auf den Schiffen der Marine ihren Dienst tun. Ich freue mich, dass wir diese Debatte heute führen, denn diesen Menschen verdanken wir ganz, ganz viel. Mit der heutigen Debatte zeigt der Deutsche Bundestag, wir stehen an der Seite der Werktätigen im maritimen Sektor und wir zeigen ihnen unseren Respekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, potenziell bedeuten die anstehenden Investitionen in den Bau von Windparks, in Handels- und Marineschiffe, potenziell bedeuten diese Investitionen sichere Arbeitsplätze, großen Wohlstand und eine möglichst gute Ausbildung unserer Jugend. Doch um diese Chance zu nutzen, müssen wir den maritimen Sektor gut regulieren. Denn es gibt etwas, was man mit den Worten des Schriftstellers John Benville als die Gleichgültigkeit der See bezeichnen kann. Den Markt kümmert es nicht, wo ein Schiff gebaut wird, solange es fährt. Den Kunden interessiert es oftmals nicht, dass die Wettbewerbsbedingungen der maritimen Industrie innerhalb und außerhalb Europas sehr ungleich sind. Und wie viel wissen wir eigentlich genau über die Arbeitsbedingungen der Seeleute auf den Ozeanen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, der maritime Sektor bietet dann enorme Chancen, wenn er gut reguliert wird. Wir müssen den Schiffbau als deutsche und europäische Schlüsseltechnologie erhalten. Wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen, auf Land und auf See. Das ist das Ziel unseres maritimen Antrags, dass wir das Potenzial des maritimen Sektors für ein gutes Leben nutzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Meer ist mehr als nur Wasser, es ist mehr als nur ein Wirtschaftsraum. Es ist ein Symbol für die menschliche Entwicklung, dafür Neues zu wagen, die Welt zu erkunden, die eigenen Grenzen zu erweitern. Setzen wir der Gleichgültigkeit der See unseren politischen Gestaltungswillen entgegen. Denn es kann letztlich nur derjenige mitbestimmen, der souverän ist. Und es kann nur derjenige Dinge zum Guten ändern, der die notwendigen Ressourcen dafür hat. Ich freue mich, dass wir heute den maritimen Antrag der Ampelkoalition auf den Weg bringen und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank. Lena Ferlemann spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zuallererst auch von mir, lieber Hagen Reinhold, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Ich danke herzlich für die gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Es hat viel Spaß gemacht. Alles Gute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir freuen uns alle auf die Nationale Maritime Konferenz. Ich finde es sehr gut, dass diese Tradition fortbesteht, dieses Mal in der wunderschönen Hansestadt Bremen, die sich wahrscheinlich alle Mühe geben wird, ein gutes Umfeld für diese Nationale Maritime Konferenz zu bieten. Ich freue mich auf das Netzwerken mit der gesamten Branche, eine Branche, die eine enorme Bedeutung für die deutsche Wirtschaft hat, was man vielfach im Binnenland gar nicht weiß. Michael Grosse-Bröhm hat in seiner beeindruckenden Rede darauf hingewiesen, was alles die maritime Wirtschaft ausmacht. Und ich freue mich auch darüber, lieber Kollege Westphal, über Ihre, wie ich auch finde, sehr gute Rede, die gezeigt hat, dass beide großen politischen Parteien, die Ampel und auch die Union, in den wesentlichen Fragen der Einschätzung der Lage, in der die maritime Wirtschaft ist, sich relativ einig sind, auch in dem, was erreicht werden muss, sich relativ einig sind. Und das ist ein gutes Bild, was wir an die Küste senden, was wir in die Bundesrepublik Deutschland senden. Aber wir sollen ja Zitate bringen, hat die Präsidentin sich gewünscht. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Problem dabei ist, und das ist ja vorhin deutlich geworden, nochmal an der Frage, und nur das eine Beispiel kann ich aufgrund der kurzen Zeit, die ich nur reden kann, rausgreifen. Wir wollen die Energiewende stemmen, alle miteinander. Ich habe gehört, was wir alles machen wollen bei der Offshore-Wirtschaft. Alles richtig. Großer Konsens hier im Hause. Aber wenn man das will,
Da braucht man eine Basis. Man braucht in Deutschland einen Errichterhafen, den wir in Deutschland nicht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den haben wir nicht. Es gibt zwei, Esbjerg in Dänemark und Eemshaven in den Niederlanden. Wir Deutschen haben keinen. Wir haben aber einen Hafen, der eine komplett fertige Planfeststellung hat. Kollege Westphal kennt das, Herr Janischek war letzt auch da und hat sich das angesehen. Darin weiß man, wir könnten starten. Aber das Land Niedersachsen, in dem nun mal Cuxhaven liegt und wo diese Flächen sind, hat das Geld nicht, um diesen Hafen zu bauen. Das Land braucht die Hilfe des Bundes. Und da hätte ich mir mehr gewünscht in dem Antrag, ein deutlicheres Bekenntnis. Herr Westphal, Ihre Rede war gut, nur genau dieser Part, der hat dann gefehlt. Und deswegen, weil ich auch den Kollegen Schmidt schätze, wie man weiß, die Bremer Hafner können das auch. Die wollen jetzt einen solchen Hafen planen. Es ist richtig. Und für beides brauchen wir die Hilfe des Bundes, sonst stemmen wir die Energiewende nicht. Ich kann da nur deutlich appellieren. Und deswegen darf die Nationale Maritime Konferenz nicht nur ein nettes Networking sein, sondern da muss Butter bei die Fische kommen, Bargeld in Mengen, dass wir das machen können. In diesem Sinne freue ich mich, Sie alle dort wiederzusehen. Herzlichen Dank. Also ich schließe jetzt mal die Aussprache. Ich glaube, es ist besser, bevor hier noch Dinge hin und her geworfen werden. Und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler auf Drucksache 7571 mit dem Titel Maritime Souveränität in der Zeitenwende. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Koalitionsfraktionen und das ist der Abgeordnete Seidler. Herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind die CDU-CSU-Fraktion, die AfD und die Fraktion Die Linke. Möchte sich jemand enthalten? Das sehe ich nicht. Der Antrag ist angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Drucksache Vorlage auf Drucksache 7582 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Vorschläge, dann verfahren wir so. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 8. Hier geht es um die erste